Gut, da ist der erste gegnerische Haufen, der unbedingt was auf die Ömmel will. Also kriegt er auch einfach gleich mal eins auf die Ömmel. Das war jetzt zu viel übrigens. Immer mal gucken, dass wir nicht von der Seite angegriffen werden, wobei es hier einen Schadensindikator gibt. So, da wird er schon gehauen. Außer Reichweite. Jetzt müssten wir aber in Reichweite sein. Können gleich wieder alles erneuern. So. Oder auch nicht. So, genau. Aktionsliste voll. Das da aktivieren. Das da reinhauen. Mal treten. Mal das raushauen. Das dann noch einmal erneuern. Da müssen wir eben mal warten, dass das Mana hoch regeneriert hat. So. Oh, hi. Das ist jetzt weniger schön. Dass die auch ein Stück von uns abhaben wollen. Mhm. So, schirm mal unser Tank ab. Und ihr haut mal ordentlich drauf. So, gut. Schmuck, Crit-Chance-Bonus. Das wäre was für Talisa. Und ein Ring, der Aufmerksamkeit und Willenskraft erhöht. Also etwas für unsere Heilerin. Damit wir Mana-Regeneration bei ihr höher haben. Und bei ihr die Crit-Chance erhöhen. Da ist ein Key. Der hier öffnen würde. Und das ist die Automap. Da können wir sehen, wo wir schon überall waren und wo noch nicht. Zum Beispiel halt hier drüben und hier sind noch ein paar Gänge, die wir noch nicht gesehen haben. Ja. Warte, ich mach mal einen Quick Save. Ja, gehen wir einmal einfach hier durch, dass wir auch ja nichts verpassen. So, da waren wir einmal durch. Hier sieht man bei den Aufzugsräumen und so weiter, waren Felder, wo wir noch nicht waren. Man muss halt wirklich gucken, dass man in einem Dungeon die Automap findet, damit man weitermachen kann. Beziehungsweise gucken kann, wo noch was übrig ist. Ja, das hier ist ein Timed-Rätsel. Hm, diese Wand ist seltsam. Hier ist ein Stein, der etwas anders aussieht, oder? Ja, ist er auch. Also hier werden wir das erste Mal auf ein Secret hingewiesen. Und finden da wenigstens eine Mana Potion. Ein Gebäude, das Mana wiederherstellt und halt etwas essen. Jo. So, ich weiß gar nicht, ob es Fallschaden gab. Ja, gab's. Okay. Also definitiv vorsichtig sein mit dem Runterfallen.
Und ja, ich sehe euch. Also. Ganz ruhig da, Jungs. Wir wollen euch nur töten. So. Das erneuern. Großartig, ich bin ein Level aufgestiegen. Ich bekam einen Talentpunkt, den ich im Talentbaum meiner Klasse vergeben kann. Ja. So, du bist auch weg. Und wir können Level abmachen. Das hier ist der Talentbaum. Am Anfang kriegt man halt nur das Talent der Spezialisierung. Also in unserem Fall halt der Beschützer. Wir könnten aber auch natürlich jederzeit die Spezialisierung ändern, weil indem wir einfach neu verteilen. Was allerdings nicht viel Sinn macht. Was wir machen können, ist in den anderen Bäumen zusätzliche Sachen auswählen. Zum Beispiel Schadensbonus erhöhen. Tödlicher Angriff, harter Schlag. Er erfordert einen Punkt im Soldatenbaum. Und hier unten sehen wir halt die Spezialfähigkeiten, die mit diesem Baum zusammenkommen. Also hier steht es möglich, diese neue Fähigkeit tritt. Ist hier unten halt angezeigt. Und das hier sind halt alles Passivsachen, die wir auswählen. Die Aktivsachen kriegen wir halt als Bonus mit dazu. Ausweichchance erhöhen, erhöht Donnerkrachenschaden um 50%. Erhöht die Chance mit einem Schild zu blocken um 7%. Das klingt zum Beispiel nicht verkehrt. Dadurch kriegen wir jetzt Zerfleischen. Was sehr hohe Bedrohung verursacht. Jo. Wir sehen, wir können jetzt Zerfleischen mehrmals hier reinziehen. Wir haben hier unten unser Grid, wo wir unsere Fähigkeiten halt reinziehen können. So. Hier brauchen wir gar nicht runtergehen. So. Doch, hier können wir runtergehen. Hey, ihr zwei. So, jetzt können wir hier ein bisschen Abwechslung reinbringen. Indem wir auch unsere zweite Fähigkeit verwenden. So. Ein Amulett. Windskraft Ausdauer. Das klingt eher nach ihm. Auch wenn wir... Ja, blocken. Klingt definitiv nach ihm. So. Fässer weghauen. Für eine Wurst und Schwarzbrot. So, da geht's weiter. Ich will jetzt aber doch mal kurz zurück. Ins Anfangsgebiet. Da sind wir ja zum Glück schnell. So. Da man sich zum Glück in diesem Spiel recht schnell bewegen kann. Und ich einfach jetzt im Kreis gelaufen bin. Was ich auch nicht hätte machen müssen. So. Ein bisschen strafen. Ja, hier können wir leider nur hinglotzen. Wir kommen leider nicht in den Aufzug rein. Nö.
Das hier war die Latrine. Das ist halt die Zelle, in die ich gern rein möchte, weil da eine Nachricht liegt. Und halt gucken, in welchen Zellen es Bänke gibt. Ob wir hier nicht irgendwo einen Knopf oder so finden an einer der Bänke. Ja, hier sind wir reingekommen. Weil die Nachricht sagt halt, manchmal wünschte ich mir, ich könnte auf eine Bank liegen. Ich bin sicher, wenn ich das könnte, würden tolle Dinge passieren. Ja, Waffenkammer. Und nein, ins Feuer gehe ich nicht rein. Auch wenn das sicher lustig anzusehen wäre, wenn ich brenne. Ja, es gibt hier halt jede Menge Zellen, aber es gibt nichts in diesen Zellen. Gut. Das heißt, wieder zurück. Am vorbei. Hier durch. Hier hoch. Und da sind wir auch schon fast am Ziel. Nämlich hier rum. Ja, ich habe euch gehört. Dumm, dumm, dumm. Dumm, die dumm, die dumm. Dumm, dumm, so. Also ja, das mit dem Abschirmen finde ich irgendwie ein bisschen cooler, als ihn ständig zu heilen. So. Und da wir nur noch einen Gegner haben, stechen wir einfach mal böse zu. Oh, sie hatte viel Aggro. Das ist natürlich nicht so schön. Noch ein Heiltrank. Da kommt man auch nicht drauf. Da sind Gegner, da sind ein paar Gegner. Gut. Angepisst haben wir sie schon mal. Wow, du nimmst aber arg Schaden. Heil dich dann mal lieber selber. Am besten brichst du das ab und heilst dich gleich zweimal selber. So, die Gegner haben wieder alle genug Bedrohung. Ein Mantel. Beweglichkeit, Rüstung, Trefferchance.
Ha. Beweglichkeit. Kritische Trefferchance und Ausweichen. Also etwas für dich wieder. Hm? Ja, hier splittet sich das Ganze ein bisschen auf. Da ist ein Secret mit einer Hastfiole. Gewesen. So. So könnten wir hier durch. Wir könnten uns aber auch mit den Jungs anlegen. Also erst zweimal das sprechen und dann erst böse schneiden. So. Du schwingst nicht, du stirbst. So, du erneuerst den Zauber auf ihm und du schreist drauf los. So. Gut. Okay. Das da war der Boss der Ebene. Den möchte ich eigentlich nicht machen. Seltsam, das sieht aus wie ein Gefängnisbau. Warum wurde das hier gebaut? Ah, alle Bogenschützen. Dumm, dumm, dumm. Dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. Schwimmt das Ziel ab und absorbiert Schaden. Kann noch immer bis zu 13 Schaden absorbieren. Ja, es absorbiert Schaden, aber es annulliert ihn halt nicht. So. Dann erneuer das Ganze doch mal. Okay. Ein Zauberstab. Willenskraft hast Schaden. Also eher was für ihn hier. Oder für sie. So. Etwas zu essen. Zu trinken. Eine Gruppe Gegner. Das war immer zu viel. So. So, alle hassen Hagrim. Er hasst noch Talisa, aber er ist eh bald tot. Da dem Targrim gerade extra Schaden. Jo. Alles tot, alles tot. Ah. Ja. Sterbt einfach. Du heizt mal sie, weil sie ist doch schon ein bisschen angeschlagen. Buch des Überlebenden. Hm. Das ist eine Zweitanzsache.
Hier kann ich übrigens auch noch nicht Bücher. Windskraft und Ausdauer, also etwas für Sie. Und wir haben keinen passenden Schlüssel hierfür. Ah, Jungs. Euch töte ich noch und dann muss ich mal einen Cut machen. So, das wieder auffrischen. Ich sollte echt warten, bis die Gegner dran sind, bevor ich den Donnerstoß aktiviere. Ah. So, zweimal Donnerstoß, einmal das hier, abschirmen. Heilen. Den Bogen unterbrechen. Und wir haben noch eine Robe gefunden. Ausdauer, Ausweichen und Rüstung. Da er am wenigsten Lebenspunkte hat, gebe ich die mal ihm. So. Ganzes Schwarzbrot. Er ernährt die ganze Gruppe. Hm. Ja, da hinten sind Jungs unterwegs. Okay. Ich würde sagen, ich speichere hier mal. LP001 einfach mal. Und dann sehen wir uns, wenn ich mich endgültig entschieden habe, beim nächsten Sonntagsprojekt. Oder bei einem meiner anderen Projekte. Also, bis dann.